Hallo und herzlich willkommen in meinem Video mit dir, Jana Kiselev. In meinem Video heute geht es um ein Gesundheitsprogramm von Coral Club, Coral Detox. In meinem Video erfährst du, was Coral Detox eigentlich ist, was ist das Ziel von Coral Detox, welche Produkte sind im Coral Detox enthalten und wozu das Ganze eigentlich gut sein soll. Was ist das Coral Detox? Was ist das für ein Programm und wieso heißt es Coral Detox? Also ich denke mal, Detox ist in allem Munde, Detox ist klar, das dient zur Körperentgiftung und Entschlackung, das zum Entlasten von Organen, zum Ausscheiden von Giften und Coral, naja, ist verständlich vom Coral Club und von dem besten, vom meistverkauften Produkt und für mich das wichtigste Produkt überhaupt vom Korallenmain, das ist Korallenwasser. Aus welchen Produkten besteht das Programm? Coral Detox besteht aus Lecithin vom Coral Club, Assimilatan vom Coral Club, H500 und natürlich Korallenwasser, Korallenmain. Das sind vier Produkte, die im Set enthalten sind. Was ist das Ziel vom Programm Coral Detox? Das ist die Suche nach Homöostase im Körper. Homöostase? Ganz einfach erklärt, nach Gleichgewicht alle physiologischen Funktionen im Körper. Zum Beispiel normale Temperatur, stabiles Blutdruck, Puls, pH-Werte im Blut, Leukozyten, Eiweiße im Urin, also alle möglichen Zeichen, die auch bei einem Arzt kontrolliert werden und die auch im normalen Bereich liegen. Unser Wunderwerk, unser Körper, zeigt es deutlich, wie es um unsere Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensglück bestellt ist. Wenn wir alle Warnsignale unseres Körpers ernst nehmen, dann entwickeln wir die Fähigkeit, uns vor diesem Zustand, was Krankheit bezeichnet ist, zu schützen. Was sind diese Signale des Körpers? Kopfschmerzen zum Beispiel oder Schwellungen oder Sodbrennen. Oder Verstopfung oder andersrum Durchfall, Hautausschläge. Also ich kann diese Liste unmöglich weiter vorsetzen, aber ich glaube, jeder weiß für sich, was für ihn diese Warnsignale sind. Diese unangenehmen Erscheinungen, die uns das Leben einfach vergiften, das sind keine richtigen Krankheiten, das sind keine Ärztekrankheiten. Also man kann natürlich damit zum Arzt gehen und sagen, dass ich ständige Kopfschmerzen habe. Man wird untersucht und meistens wird es festgestellt, man hat nichts. Also es ist alles im Körper normal. Und das ist auch richtig so. Also die Ärzte sind nicht dafür da, um uns zu erziehen. Also sie haben doch nichts dafür, dass wir uns unregelmäßig und ganz schlecht ernähren, dass wir uns nicht bewegen, dass wir nicht in die frische Luft gehen, dass wir keine Entspannungspausen einlegen. Die haben ja nichts dafür. Diese Warnsignale kommen davon, dass wir uns einfach vergessen haben, dass wir unsere Gesundheit, unseren Körper vernachlässigen. Also Fazit ist, mach noch heute was für dich. Ändere deine Lebensweise und Coral Detox kann dir hier eine Unterstützung schaffen. Welche Produkte sind denn im Programm Coral Detox enthalten? Ich habe schon erwähnt, es sind vier Produkte. Wir schauen die uns einzeln an. Einmal ist es Soja-Lecithin in bester Qualität. Coral Lecithin heißt das Produkt und hat viele tolle Eigenschaften. Aber für uns hier ist es interessant, dass Soja-Lecithin einfach die Leber regenerieren lässt. Das andere Produkt ist Assimilator. Assimilator ist ein Komplex an pflanzlichen Enzymen, ist klar. Also wenn wir essen und möchten, dass unser Essen vollständig verdaut wird, dann brauchen wir Enzyme. Entweder ist es Rohkost oder wir können auch mit pflanzlichen Enzymen nachhelfen, damit es wirklich Essensbrei restlos verdaut wird und das nicht im Magen steht und dann vor sich hinfault.
Das nächste Produkt ist H500. Bestimmt viele kennen das Produkt, das davor war, hieß Microdegedrin. H500 ist ein starkes Antioxidant und hält unser Körper einfach in einem basischen Milieu. Und dieses basische Milieu ist wichtig bei der Entgiftung. Außerdem schützt es uns vor negativen Einflüssen, die von außen kommen. Auch die Gifte, die im Körper gebildet werden, werden durch H500 neutralisiert. Und auch viele andere tolle Eigenschaften von H500 kann ich ja jetzt nennen, aber das ist nicht das Thema für das Video. Und natürlich das Hauptprodukt vom Coral Detox ist Korallenwasser. Coral Mine ist ein Top-Produkt von Coral Club. Das sind fein vermahlene Sango-Korallen, also natürlich nicht die lebende Korallen, also nicht die lebendigen, sondern der Sand wird vom Meeresboden einfach geholt, dann sauber gemacht und vermahlt, wird das kleine Becken abgepackt und man kann ganz normales Leitungswasser oder am besten ein gutes Flaschenwasser mit Korallmalen zubereiten, dann kriegt man zu Hause ein basisches Wasser. Und Wasser ist A und O für ein Entgiftungsprogramm. Das sind vier Produkte, die im Produkt Coral Detox enthalten sind. Natürlich sind die Einzel sehr, sehr wichtig für den Körper und jeder hat seine Wirkung auf den Körper. Hier ist entscheidend das Zusammenspiel von allen vier, so ein genannter Synergieeffekt. Also wenn man alle die Produkte auf einmal nimmt, dann erreicht man die besten Ergebnisse damit. Wozu ist das Coral Detox gut sein soll? Wenn du unangenehme Erscheinungen hast, kannst du bei deiner Ernährungsumstellung, bei deiner Lebensweiseänderung auch Coral Detox besorgen. Das wird dir tolle Abhilfe schaffen. Das wird deinem Körper helfen, sich zu regenerieren und ins Gleichgewicht zu kommen. Und das ist ein tolles Basisprogramm für alle anderen Entgiftungsprogramme. Zum Beispiel, wenn du vorhast, deinen Darm zu reinigen oder die Leberreinigung durchzuführen oder eine Antiparasitenkur. Das kann ich dir übrigens erzählen, wie du das richtig machen kannst. Dann kannst du damit sehr gut anfangen. Coral Detox ist die beste Basis für alle weiteren Programme. Und übrigens, stopp. Also du sollst bitte nicht denken, dass es alles ist, Coral Detox kaufen, nichts machen und dann ist es damit erledigt. Nein, wenn du möchtest, dass diese unangenehmen Erscheinungen bei dir für alle Male verschwinden, dann sollst du deinen Popo bewegen und etwas in deinem Leben verändern. Also wenn diese Warnsignale kommen, heißt es, du läufst jetzt nicht richtig in deinem Leben. Also du verhältst dich nicht richtig im Leben. Das heißt, du sollst deine Ernährung umstellen während dem Programm, auf jeden Fall. Ich würde empfehlen, dass du dich basenüberschüssig ernährst. Das heißt, dass du die basischen Lebensmittel einbaust, dass du vitalstoffreich, ballaststoffreich und antioxidantienreich dich ernährst. Also du nimmst die Lebensmittel, die das alles enthalten. Baue bitte in deine Speisekarte auch die Lebensmittel, die eine entschlackende Wirkung haben. Zum Beispiel Avocado, Knoblauch, Ingwer, rote Beete, Artischocken, Spargel. Es gibt jede Menge Lebensmittel, Löwenzahn, die dir helfen würden, den Körper zu entschlacken. Schau natürlich nach Saisonkalender. Es ist besser, die Produkte zu kaufen, die jetzt gerade nach Saison vorhanden sind. Also die sind die beste Wahl. Was Trinken angeht, natürlich vor allem Korallenwasser. Jeden Tag mindestens 2 Liter davon. Früh angefangen mit warmem Korallenwasser, das würde ich dir ans Herz legen. Lerne einfach lauwarmes Wasser zu trinken oder noch besser etwas heißes Wasser, so dass du das auch trinken kannst, dass du ins Schwitzen kommst. Nebenbei, alle Getränke sind verboten. Am besten auch auf Kaffee verzichten. Also wenn du so ein Fan von Kaffee bist, sage ich immer, und nicht ganz darauf verzichten kannst,
Also du wirst es jetzt nicht in Kauf nehmen, also noch keinen Kaffee zu trinken, dann reduziere bitte deine Kaffeemenge, schau auf die Qualität und vielleicht auch die Sorten kaufen, die in eine Langzeitröstung, also die Kaffeebohnen in eine Langzeitröstung zubereitet sind. Dann würde ich noch empfehlen dazu Tees, die basische Tees zwischendurch zu trinken, viel bewegen, an die frische Luft gehen, also bewegen regelmäßig, das muss kein Sport sein in einer Mückenbude, sondern du kannst einfach rausgehen für eine halbe Stunde, schnelles Laufen ist, bringt auch super tolle Ergebnisse, so dass du ins Schwitzen kommst vielleicht auch. So den Berg auf ein bisschen hochlaufen ist auch gut. Wichtig ist regelmäßig, jeden Tag, halbe Stunde, 40 Minuten ist empfohlen. Geh an die frische Luft, geh in die Sonne, baue die Entspannungsphasen ein. Schau mal, dass du mal in die Sauna gehst, wenn du Saunaliebhaber bist. Vielleicht hast du eine gute Masseurin oder einen guten Masseur, das kannst du dir auch jetzt gönnen. Das sind die Empfehlungen, die ich dir ans Herz lege. Also nicht zum Arzt gehen, wenn du Kopfschmerzen hast. Einfach schauen, was du jetzt in deinem Leben verändern kannst. Das war's heute in meinem Video. Coral Detox kannst du gerne bei mir bestellen, wenn du noch keinen Coral Club Empfehler hast. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch drücken. Meinen Kanal abonnieren, dass du kein Video verpasst. Und in meinem weiteren Video werde ich dir erzählen, wie du Coral Detox auch richtig anwenden kannst. Ich wünsche dir alles, alles Gute in diesem neuen 2019 Jahr und bis zum nächsten Video. Bei dir war Jana Kiselev.